Herzlich willkommen zurück zu Keep Talking and Nobody Explodes mit der Greg. Ja, grüß Gott. Und ja, mir gegenüber sitzt heute der Woldi. Und weil der Greg in der letzten Folge so oft gestorben ist, haben wir heute den Alois hier. Den Urbazi, gell? Ja, sicher. Nein, wir sind wieder da in der finalen Folge der zweiten Staffel. Und wir wollen heute nicht ganz so auf den Luft gehen. Und nicht lang schnacken, bomb in den Nacken. Daher fangen wir jetzt an. Ja, und bitte. Ich bin auch noch vom letzten Mal so kaputt, ne? Das nimmt einen wirklich richtig psychisch mit. Okay, die nächste Bombe heißt Pick Up the Pace 2. Und es sind... Ach du Scheiße. Alter. Was? Ihr könnt es ja lesen, ne? Weil die noch nicht... Was? 5 Module. Ja. 3 Strikes. Ja. 2 Minuten 30. Ja, okay. Ja, also das ist schon mal eine Ansage. Da können ja eigentlich nur Pillepalle-Module drin sein, hoffe ich mal. Und wir fangen an. Wir wünschen euch viel Vergnügen. So. Dieser Screen ist nur für deine Augen bestimmt. Ja, ich gucke ja auch nicht hin. Nein, ich habe auch keinen Spiegel hinter mir hängen oder so. Also das ist nicht möglich. Außerdem würden wir dann nicht so oft verkacken. Vielleicht, ja. Okay, so ganz schnell. Wir haben die Buchstaben, diese 4 Zeichen. Die 4 Zeichen, ja. TB. Eine 6, ein Smiley mit Zunge rausstreckt und, was ich immer letztes Mal gesagt habe, das Ventil. Okay, also, 6 TB Ventil Smiley. 6 TB Ventil Smiley. Dann haben wir Drähte, also die normalen Drähte, die einfachen Drähte, 3 Stück. Rot, Rot, Blau. Mehr als ein Blaues? Nein. Letzte Kabel. Okay, dann haben wir oben die, wo es im Display steht und unten sind 6 Wörter. Okay, was steht da drin? Sehr. T-H-E-I-R. Rechte Spalte Mitte. U-Hu. Also U-H, Leerzeichen H-U-H. U-H-H-U-H. Das drücken? Ja. Okay, so, ich muss den Wecker ausschalten. So, dann haben wir LED oben stehen. Schnell. LED. Linke Spalte Mitte. U, nur ein U. U-H, H-U-H. Nein, ich habe U. Ja, nein. Das ist das erste Wort. U, U, nein. Nein, U hast du. U-H, U-H habe ich. Nein. U-H, nein, nicht. U-H. Ja. Das drücken. Okay, so. Vernünftig sagen. Das habe ich gesagt. Steht Red. Rechte Spalte Mitte. Press. Also Press. Ja. Right. Ja. Mit. Haben wir. So. Dann haben wir wieder die komischen Zahlen. TB, ein Fragezeichen umgedreht, den Notenschlüssel und die 6. 33 Sekunden. Schnell. TB, Fragezeichen umgedreht, Notenschlüssel 6. 6 Notenschlüssel, TB, Fragezeichen. Okay, einen weißen Pressbutton. Button press, 19 Sekunden, schnell. Schnell, soll ich draufdrücken? Irgendwas machen? Weißen? Leuchtende Indikator mit K. Keine Ahnung, kann ich nicht mehr, habe keine Zeit mehr. Ich muss drücken hier. Rot, ich mach bei 1 Schluss. Das ist das, was oft kommt. Ja! Also war wohl K. Alter, ja, aber da hatte ich keine Zeit mehr. Das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte die Bombe echt nicht einmal mehr drehen können. Boah, leck mich am Arsch. Ja, los, nächste Bombe. Alter Falter. Nee, ich muss mich erstmal ganz kurz hier akklimatisieren. 1,42 Sekunden. Ey, und das war wirklich hardcore jetzt, ne? Ich finde, da ist man schon einem ganz schön Stress. Ich freue mich auf meine neuen Banished-Folgen. Einfach chillig ein paar Siedler über die Karte jagen. Was ein ergötzendes Spiel, im Gegenteil. Los, nächste Bombe. Ja, das sagt der Vorleser. Ich bin hier echt auf 180.
Ich auch, deswegen möchte ich ja weitermachen. Ja, du möchtest weitermachen. Nicht abkühlen. Ja, du kühlst nicht ab. Die Bombe kühlt auch nicht ab und mein Arsch ist schon so oft schwarz geworden in den letzten Folgen von irgendwelchen Bomben, die hochgegangen sind. Du rettest ja deinen, indem du einfach mir quasi am Telefon gegenüber sitzt. So, einen Schluck trinken. Und zum Wohle, ihr Lieben. Auf euch. Und continue. Wir wollen die nächste Bombe, aber jetzt kommen wir erst ins Hauptmenü. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist echt schön. So, und wir machen jetzt No Room for Error. 5 Minuten, 5 Module, einen Strike. Okay, also... So, also wir haben ein bisschen mehr Zeit. Es kommt natürlich immer darauf an, was das für Module sind. Die waren jetzt eigentlich relativ einfach in dem letzten. War halt nur die Zeit sehr knapp. Das müssen wir jetzt gucken. Wir starten das Spiel. Alter! Ey, das geht mir echt an die Substanz, das Spiel. Wer programmiert so? Wer erfindet sowas? Ich find's lustig. Ich find's auch total töfte. Okay, die Zeichen haben wir wieder. 4 Zeichen, einmal ein Stern unausgemalt, eine halbe 3 quasi mit unten diesem Fortsatz, ein I und X in einem und ein Copyright. Copyright, IX, 3 Stern. Okay, schön, die Seite haben wir. Das können wir schaffen. Das schaffen wir. Los. Das schaffen wir ganz locker. Ganz locker weg. Wir haben die einfachen Kabel, die bei dir an erster Stelle in diesem Handbuch, glaube ich, kommen. 4. Rotes Kabel. 1. Mehr. Also nicht. Letzte Kabel gelb? Nein. Das letzte Kabel ist blau. Gibt es exakt ein blaues Kabel? Nein, es gibt 2 blaue. Gibt es mehr als ein gelbes Kabel? Es gibt kein gelbes Kabel. Durchtrennen Sie das zweite Kabel. Okay, so. Dann haben wir wieder Kabel. 6 Kabel untereinander dieses Mal. Okay, gelb? 2-mal. Exakt ein gelbes mehr als ein weißes? Ja, ein gelbes ist mehr als ein weißes. Wir 4. haben 2 Kabel. Gelbe, 1 weiß. 4. Kabel. Schön, haben wir geschafft, super. Super, Waldi, das sieht gut aus. Jetzt unser oben im Display eine und unten 4 Zahlen, was wir immer aufschreiben. Seit der letzten Folge, glaube ich. Eine 4 steht drin. 4. Position. Ist eine 1. Im Display steht eine 3. Erste Position. Ist eine 4. Okay. Im Display steht eine 2. Drücke eine 1. Ist die erste Position, das konnte ich noch sehen, jetzt ist gerade das Licht ausgefallen. Okay. Eine 2 wird im Display angezeigt, aber ich kann jetzt... Erste Position. Das kann ich dir sagen, das ist die 4. Okay. Und jetzt steht oben noch eine 4. Eine 4, drücke 1. Auch das haben wir geschafft. Das letzte Modul, was wir haben, ist, wo oben dann im Display was steht und dann stehen 6 Sachen drunter. Aber im Display steht dieses Mal nichts. Gibt's das auch? Ja, gibt's auch. Okay, im Display steht gar nichts. Ich was muss musst erst du mal da wissen? Ja, ich muss erstmal... Ich gucke einmal auf die Zeit, 2:35 noch. Linke Spalte ganz unten. Ich muss den Wecker ausstellen, yes. Wecker ist ausgestellt, jetzt kann ich mich wieder auf das Modul konzentrieren. Okay, ausgeschrieben? Nein. Right? Nein. U mit 3H? Jawohl. Oh, es hat gebombt. Das war falsch. U mit 3H war leider falsch. Da war es nicht das erste. Doch. Okay, right? U mit 3H. Ja, U mit 3H. Schade. Okay. Weil wir hätten es locker geschafft eigentlich, 2:16 noch. Ja Schluss. Gut, dann nächste Bombe. Und ich starte jetzt schon mal, aber ich bin echt maßlos enttäuscht jetzt gerade. Das ging mir echt nah. Weil das war so unnütz jetzt. Naja. Bin ich traurig. Okay, wir haben wieder unsere Kabel, die einfachen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gelbe Kabel? Nein. Gibt es exakt ein gelbes mehr als ein weißes? Nein, es gibt ja kein gelbes. Ach, gar kein gelbes? Hast du mich gerade gefragt? Nein.
Ich habe kein gelbes, dann sagst du nein. Letzte Ziffer der Serialnummer ist ungerade. Ist eine 0. Durchtrennt sich das dritte Kabel. Und das war's, ihr Lieben. Die Bombe haben wir also auch geschafft. Ist 0 eine gerade Zahl, okay. Natürlich ist 0 eine gerade Zahl. 0 gerade, 1 ungerade, 2 gerade. Ja, ich habe jetzt geraten. Nein, ich wusste es nicht bei 0. Auch nicht schlecht. Also, Ernt, wir versuchen es wieder einmal. So, die Bombe sieht schön aus. Wir haben unsere einfachen Kabel. Drei Kabel. Weiß. Gibt es ein rotes? Es gibt kein rotes. Durchtrennen Sie das zweite Kabel. Okay, haben wir. So, jetzt haben wir wieder unsere Zahl oben und vier Zahlen drunter. Eine 3 steht im Display. Dritte Position. Eine 1. Okay. Im Display steht eine 2. Dritte Position. Eine 1. Im Display steht eine 1. Drücke 1. Ist die vierte Position. Dann haben wir jetzt eine 3 im Display. Dritte Position. Eine 4. Dann haben wir eine 4 im Display. Drücke 1. Die 1? Die 1 drücken. Okay, so haben wir. Jetzt haben wir wieder, wo oben im Display was steht und 6 Wörter darunter. Im Display steht First. Prost. Rechte Spalte ganz oben. Like. You are mit Apostroph RE? Nein, you are steht nur normal. Ja, next. Next steht drin. Dann drück. Okay, jetzt musst du dir mal sagen, was nicht drin steht. Oben im Display there. T-H-E-I-R. T-H, was? E-I-R. Rechtsspalte Mitte. No. No. No, 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 no. Blank? Ja. Okay. Okay, oben steht jetzt Your. J-O-U-R. Rechte Spalte Mitte. Dann. D-O-N-E. Sure? Nein. U-H-H-U-H. Nein. Next? Ja. Schön, haben wir geschafft. Super, Waldi. Okay, ganz locker. Das schaffen wir jetzt wirklich. Wir haben noch zwei Sachen. Nein, keine Hektik. Das haben wir eben gesehen, was das bringt. Wieder die einfachen Kabel. Es sind drei Kabel. Ich muss ja auch mal hin und her. Drei Kabel. Ja, ich mache aber rote Kabel. Rote Kabel. Zweimal. Weiß. Nein. Letzte Kabel weiß. Nur rot und gelb. Mehr als ein blaues. Nur rot und gelb. Letzte Kabel. Okay, und dann haben wir unsere kryptischen Zeichen. Ein Stern, ein umgedrehtes Fragezeichen, ein verkehrtes C mit einem Punkt in der Mitte und ein O mit einem Schniepel dran. O, C, Stern, Fragezeichen. Ihr hört die Musik und wir haben es geschafft. Und ich bin ein bisschen stolz drauf. Und wir haben es geschafft und hatten sogar noch ganze 1 Minute 43 Zeit. Ja, dann schaffen wir noch eine Bombe, oder? Wir schaffen noch eine Bombe. In der finalen Staffel. Der zweiten Staffel. Ach nee, finale Folge heißt das. Egal. Wollte ich gerade sagen. 8 Minutes heißt diese Bombe. Also ich bezweifle aber, dass wir 8 Minuten haben. Nein, wir haben 8 Minuten. Ja, allerdings 3 Strikes und 8 Module. 8 Minuten, Leute, dann hat diese Folge Überlänge, wenn wir denn die Bombe bis dato schaffen. Wir fangen an, ganz locker weg, noch ein Schluck und dann geht's rund. Ich drücke schon mal drauf.
So, der Screen, ne? Ihr könnt das ja alles sehen, was da steht. Ja, es dauert hier. Ich kann den Computer nicht schneller machen, als wie er ist. Die Bombe ist noch dunkel. Ich kann sehen, dass ich mehrere Sachen habe. Okay. Unsere einfachen Drähte. Ja, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5. Letzte Kabel schwarz? Nein, weiß. Nicht immer sagen... Komm, nein, weiter. Reicht. Ja, ist egal, weiter. Exakt ein rotes Kabel mehr als ein gelbes. Nein. Schwarze Kabel? Ja. Erste Kabel durchtrennen. Okay, so. Ich muss den Wecker ändern. So. Diese parallelen Kabel mit 1, 2, 3, A, B, C. Ja. Schwarz auf dem B. Cutten. Blau auf C. Nicht cutten. Gut, nächste Tür. Rot auf A. Nicht cutten. Blau auf C. Cutten. Okay, nächste Tür. Es ist schwarz. Das Licht ist mal wieder ausgegangen. Okay. Blau auf A. Nicht cutten. Rot auf B. Cutten. Rot auf C. Nicht cutten. Okay. Dann haben wir... Oh. Rot auf B. Nicht cutten. Rot auf C. Nicht cutten. Rot auf C. Cutten. Nein, das war verkehrt. Oh, jetzt haben wir zwei Fehler. Dann, okay, das war's. Also ich konnte es mir jetzt aussuchen, was ich cutte. Das hat nicht geklappt. Dann machen wir die ganze Chose noch einmal. Wir hätten übrigens noch 6 Minuten 23 Rest. Okay. Wir können wieder starten. Die Bombe liegt schön und seicht vor uns. Okay, ich drehe sie mal um, ob es da irgendwas... Ja, da haben wir wieder unsere einfachen Kabel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine gelben? Ja, gelb ist dabei. Also nein, keine gelben. Also ja, gelb. Ein gelbes mehr als ein weißes? Nein. Keine roten? Doch, rot. Vierte Kabel durchtrennen. Okay, haben wir. So, dann machen wir als nächstes unser mit den Buchstaben und den Pfeiltasten oben und unten jeweils. Ich habe ein Q ganz vorne, das wird wahrscheinlich falsch sein. Ne? Ja. Ich wüsste jetzt nicht viele. Dann haben wir ein J. Nein. Dann haben wir ein I. Ich muss den Wecker ausschalten. Nein. Weil der total lustig ist und meint, jedes Mal losgehen zu müssen. Was haben wir denn da noch? Ein S. Zweiter Buchstabe M. M? Dann ist das wahrscheinlich Smiley oder Smile. Small. Aber, nein, es ist kein M da. Okay, O. Ach so, als zweites? Ja, als zweites, ja. Das musst du mir sagen, bitte. Sonst sage ich wieder erste Position. Nein, habe ich nicht. P? Ja, P habe ich. E, dritte Position? Ja, habe ich. LL. Hatte ich da schon? Haben wir. Okay, ich habe den Knopf. Button, okay. Button, da steht Abort drauf, ist gelb. Okay. Mehr als zwei Batterien. Weiß ich nicht, ob du das brauchst. Die letzte Zahl ist gerade. Ein leuchtender Indikator mit FRK. Da ist keiner. Da ist keiner. FRK ist nicht am Leuchten. Es steht da zwar, ist aber nicht am Leuchten. Okay. Gelb, sagst du? Ja. Drücken und Farbe sagen. Rot. Bei Position 1 loslassen. Ah, das, jetzt müssen wir 10 Sekunden warten. Das war zu spät. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Da war es genau eine Hundertstel zu spät. 3, 2. Haben wir. Okay. So. Dann haben wir... Oh, wir haben zweimal unser Lieblingsding hier. Jetzt haben wir erstmal wieder diese kryptischen Buchstaben. TB, Fragezeichen umgedreht, was ich immer als Ventil bezeichne, ja. Und den Notenschlüssel. Okay, Notenschlüssel, TB, Ventil, Fragezeichen. Haben wir. Das Windows-Zeichen haben wir.
Haben wir schon irgendeinen Fehler? Nein. Vokal in der Serialnummer? Das muss ich ja mal suchen, wo der wieder war. Natürlich, wo ich als letztes gucke. Ja, haben wir. Ein Vokal drin. C. Okay, was leuchtet? Ach, jetzt bin also ich ohne Fehler, ne? Weit. Ja, aber, ohne Fehler. Ja. Es leuchtet gelb einmal. Dann grün. Okay. So, ich sag's ja, gelb, gelb. Grün, grün? Ja. Okay. Gelb, gelb, rot. Grün, grün, blau. Gelb, gelb, rot, gelb. Grün, grün, blau, gelb, grün. Okay, haben wir. So, jetzt kommt wieder unsere Megahertz-Geschichte. Also hier diese, Morsecodes. Ich konzentriere mich jetzt mal drauf. Es ist so schweineschwer für mich hier. Kurz, kurz, kurz. Haben wir nicht als erstes. Ja, aber das ist das erste. Also kurz, kurz, kurz. Entschuldigung. Doch, haben wir. Das zweite. Kurz, 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 kurz. Viermal kurz. Gibt's wahrscheinlich nicht. Doch. Okay. SH. 505. Haben wir hier stehen. Super! Sauber! Alter! Ja, dann hast du es jetzt verstanden. Ist das jetzt das letzte, was wir haben? Nein, wir haben noch dieses bescheuerte Scheiß-Labyrinth. Wir haben jetzt nochmal das gleiche. Nochmal Morsecode. Kurz, kurz, kurz. Ja? Kurz, 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 kurz. Was? Also auch 3505. In meinen Augen. Ja. Ja, super. So, und dann haben wir dieses eine, was ich letztes Mal nicht konnte. Wo die ganz vielen Vierecke sind. Das Labyrinth. Genau, das Labyrinth. So, ich sag dir das jetzt mal an, ja? Also der erste Kreis, den ich hier habe, ist in der vierte Spalte. Vierte Reihe. Vierte Spalte, vierte Reihe. Moment. Und... Und der letzte und der andere ist zwei daneben. Okay, wo ist der weiße? Der weiße Punkt ist in der vierten Spalte ganz oben. Vierte Spalte ganz oben, ja. Und der Pfeil, brauchst du den auch? Den Dreieck, ja. Zweite Spalte, vierte Reihe. Zweite Spalte, vierte Reihe, okay. Dann nach unten. Wie viel? Ein. Haben wir, ja. Rechts. Wie viel? Ein. Okay, haben wir. Hoch. Haben wir. Rechts. Ja. Ganz runter. Ja. Links. Wie viel? Ein. Ja. Drei hoch. Drei hoch. Eins, zwei, drei. Ja. Links. Ja. Ganz runter. Ja. Ganz links. Ja. Drei hoch. Ja. Rechts. Ja. Runter. Ja! Alter, es ist ja der Hammer! Das war's? Check it out! Yo, das war's! Was fandst du jetzt so schwer im Labyrinth? Ich weiß nicht, aber das habe ich beim ersten Mal nicht geschafft und dann habe ich... Dann fühle ich schlechte Vibrations. Wir hätten das bis jetzt einmal, wir haben es einmal nicht geschafft. Oh. Und ihr Lieben, die Folge ist vorbei. Wir haben Überlänge. Aber dafür haben wir zwei Bomben geschafft. Also ich finde, da können wir ein bisschen haben wir in dieser Folge drei geschafft. Ich weiß, drei Bomben haben wir geschafft. Aber ich finde es ziemlich geil. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das war, wir bedanken uns fürs Zugucken auch, dass ihr uns bei der zweiten Staffel treu wart. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder in Staffel Nummer 3. Es gibt sicher noch ein paar Folgen, die wir hier machen können. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann immer ihr uns guckt. Und ich kann euch versprechen, in der dritten Staffel verlosen wir einmal dieses wunderschöne Spiel, dass das endlich einer mit uns zusammenspielen kann. In welcher Folge, das können wir dann nicht verraten, das könnt ihr nur sehen, wenn ihr die Folge euch anguckt. In dem Sinne, Waldi sagt Tschüss. Tschüss. Ich sag Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.